So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und heute wollen wir uns mit dem Revoke Cases Big One beschäftigen, dem großen Xbox Series X Gehäuse. When I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Nehmen wir es mal hier kurz ran. Schwer ist es nicht, denn es besteht aus eloxiertem Aluminium. Das haben mich bereits schon viele nach dem ersten Unboxing-Video gefragt gehabt. Ja, ich hatte zwei Gehäuse von Revoke Cases da und das eine war lackiert, das andere, dieses hier, entsprechend eloxiert. Und diese Antwort habe ich dann direkt vom Hersteller bekommen. Ja, Frage ist gelöst und es sieht auch wunderschön aus. Ja, es ist minimalistisch gehalten, entsprechend wie einen Turm aufgebaut vom Design, entsprechend der Xbox Series X nachempfunden. Und das gesamte Gehäuse als ITX-Gehäuse fasst insgesamt 13 Liter, aber ganz ehrlich, aufgrund der kleinen Standfläche, ja, das Gehäuse ist nämlich 370 mm hoch, 37 cm und 18,8 mal 18,8 von der Standfläche. Das macht es nämlich sehr, sehr kompakt. Und dementsprechend bietet es sehr guten Airflow, ja, ein schön luftiges Design, das mehr die Hardware umschließt, als ein Gehäuse zu sein. Also das Ding ist sehr minimalistisch gehalten. Es hat von außen keine einzige Schraube. Ja, das ist das, was das Gehäuse hier ausmacht, was der Hersteller hier realisieren wollte. Und wie das Ganze möglich ist, schauen wir uns gleich an. Ja, schaut euch das an. Jede dieser Fronten entsprechend eine Oberfläche. Und das ist ein echt krasses Design, ja, so etwas hinzubekommen. Und oben ebenfalls keine Schraube. Ja. Es umschließt wirklich die Hardware. Und die ersten Schrauben, die wir sehen, die sind auf der Unterseite, aber auch da gibt es nicht viele. Dementsprechend bin ich gleich gespannt, wie sich das Ganze zusammenbauen lässt, beziehungsweise auseinanderbauen. Denn ich habe hier die Anleitung und dort steht direkt im ersten Satz: The case comes pre-assembled. In order to get started, we first need to take it apart. Also das Gehäuse kommt bereits fertig zusammengebaut und um mit der Anleitung beginnen zu können, müssen wir es erstmal auseinandernehmen. Was macht das gesamte Konzept so besonders? Abgesehen davon, dass es eben 1:1 aussieht wie eine Xbox Series X, nur eben Desktop-Komponenten verbauen lässt. Und zwar Full Size. Ja, das DSX1, das ich bereits vorgestellt hatte, ist entsprechend der kleine Bruder vom Big One. Dieses hier jedoch für Full Size Desktop-Komponenten ohne Kompromisse. Ja, wir haben nämlich Support bis zu einer 30 cm Grafikkarte. 300 mm GPU-Support ist nämlich gewährleistet mit Dual-Slot-Design. Ja, die wird hier ganz wunderbar reinpassen. Das ist eine Asus Strix. Des Weiteren passt ein SFX-Netzteil in das Gehäuse rein, um die Hardware zu betreiben. Wir werden eines von Cooler Master verwenden. Das V650 ist 80+ Gold zertifiziert und gibt es ja nicht nur in 650 Watt, sondern auch 750 und 850 Watt Ausführung. Entsprechend könnte ich hier ja in Sachen Hardware-Kompatibilität wirklich voll und ganz auf eure Kosten kommen. So, mit so viel Platz lässt sich natürlich auch sehr viel anfangen, ja? Und vor allem in Sachen Kühlung ist das Big One natürlich erstklassig. Und ja, wir können hier einen 120 mm Lüfter von Noctua verbauen, und zwar den NFA 12x15. Ja, einer von denen hier. Wunderbares Teil, leise und effizient. Das Teil kommt nämlich hier in den oberen Bereich. Passend zu dem NFA 12x15 habe ich auch einen Noctua NHL12S besorgt. Ja, ein 70 mm CPU-Kühler, das ist auch so der Bereich, in dem sich das Big One bewegt. 65 bis 70 mm gibt der Hersteller an. Wir werden natürlich sehen, wie das Ganze
sich realisieren lässt. Was natürlich den Noctua NHL-12S auszeichnet, ist die Tatsache, dass dort eben genauso ein 120 mm Lüfter drunter schlummert und das Ganze richtig schön runterkühlen kann. Ja, ich habe das Ganze schon mal vorab auf meinem ITX-Board installiert. In dem Big One selbst lassen sich bis zu 4 2,5 Zoll SATA SSD-Laufwerke verbauen. Entsprechend auch ein optional könnt ihr anstelle der 2,5 Zoll Festplatten entsprechend auch zwei 3,5 Zoll Festplatten unterbringen. Zusätzlich zu der einen 3,5 Zoll Festplatte, die ihr eh schon unterbringen könnt. Also hier lässt sich wirklich viel Speicher drin verstauen. Und um eine Sache schon mal vorwegzunehmen, Revoke Cases ist ein relativ junges Unternehmen. Und ja, nichtsdestotrotz gibt es das Big One bereits im Handel. Nicht so wie das vorherige DSX-1, das ich für euch vorgestellt hatte. Das war noch in einer Entwicklungsphase. Und dieses hier bereits offiziell in dem Shop von Revoke Cases erhältlich. Für einen Preis von 145 Euro mit etwas teureren Versandkosten, dadurch, dass das eben direkt aus Taiwan kommt. Damit liegt hier genau bei 204,99 Euro. Ganz ehrlich, 205 Euro, wenn ihr euch überlegt, was das DNA 4 SFX hier in Deutschland kostet, ja, dann ist das für so ein spezielles ITX-Gehäuse, das in geringer Stückzahl gefertigt wird, gar nicht so teuer. Also wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann ist wahrscheinlich der Preis eh nicht entscheidend. So, von der Aufmachung her gefällt mir das schon mal optisch sehr, sehr gut. Wie gut sich die Hardware drin installieren lässt, das wollen wir gleich gemeinsam herausfinden, wenn wir das Ganze Stück für Stück zusammenbauen. Also, ich wechsle kurz die Perspektive und wir sehen uns gleich. So, da haben wir schon das Gehäuse vor uns. Ja, wir sehen, wie das Ganze hier realisiert wird. Es sind zwei unterschiedliche Partitionen, die hier sozusagen ineinander geschlagen sind. Und ja, auf der einen Seite hier, auf der anderen Seite wieder sehr minimalistisch gehalten und unten ebenfalls sehr, sehr schick. Hier eine Aussparung für den Startknopf, den muss man beim Zusammenbauen ja, selbst anbringen. Der obere Teil des Gehäuses, ja, der Xbox Series X nachempfunden, und dementsprechend macht auch hier dieses Design, ja, das so aufgebaut ist wie ein Turm, ja, und den gesamten Airflow von unten nach oben aufsteigen lässt, sehr, sehr sinnvoll. Ja. Hitze steigt nach oben und das Ganze dann aktiv mit Lüftern zu unterstützen, ist einfach ein gutes Design und ja, wird mit der Hardware, die hier sich unterbringen lässt, definitiv gut klappen. Wir sehen vier Standfüße und eine Aussparung. Diese Aussparung ist entsprechend für die Kabel, denn sämtliche Komponenten, sei es jetzt das I/O-Shield als auch die Grafikkarte, zeigt nach unten und dementsprechend müssen die Kabel dann hier unten drunter abgewinkelt werden und somit wird es ein enorm cleanes, ein enorm schickes und elegantes Design sein. Und wir schauen uns den Lieferumfang an. Das Ganze kommt hier mit so einem Tray. Ja, also die Haltevorrichtung für das Mainboard und ihr seht entsprechend auch, dass hier die gesamten SATA-SSDs und HDDs ebenfalls Montagepunkte haben, sodass sich das Ganze hier vorab außerhalb des Gehäuses montieren lässt und dann in diese Schale sozusagen einbetten lässt. Ja, des Weiteren haben wir hier einmal für den Netzstecker eine Verlängerung zum Netzteil, dass das Ganze nach außen hin abgeführt werden kann. Witzigerweise haben wir hier auch für das eluxierte Aluminium ein paar Handschuhe. Ich für meinen Teil mache lieber das Ganze mit meinen Händen. So, einen großen Satz Schrauben und einen weiteren Rahmen, ja, wofür der sein wird. Ich glaube, das hier müsste fürs Netzteil sein, ja, die Haltevorrichtung fürs Netzteil, inklusive der Schnittstelle für den Lüfter. Und wir haben einen großen Satz Kabelbinder, sehe ich gerade. Also mit den Kabelbindern könntet ihr wahrscheinlich zwei PCs mitbauen. Des Weiteren haben wir hier sämtliche Kabel in einem kleinen Beutel. Ah, Tatsache. So, das heißt, wir stecken das Ganze sozusagen durch das Gehäuse, machen das Ganze dann fest
und können dann das Ganze hier schön festmachen. Ich habe mich schon gerade erschrocken gehabt, ja, dass das Ganze hier von uns verkabelt werden muss. Aber nein, das ist eine vorverkabelte Variante. Aha, das ist das zweite Kabel. Okay, perfekt. Wunderbar. Einmal durchgezogen. Schöner schwarzer Sleeve. Wir haben hier unsere Anschlüsse für den Startknopf. Das Ding macht man an der Gehäuseaußenseite dran und kann dann entsprechend die Anschlüsse schon im Mainboard verkabeln und dann nachträglich das verknüpfen. Das heißt, das ist nicht aneinander gebunden. Das ist auch, denke ich, für den Zusammenbau ein wichtiger Punkt. Ja, sonst müsste man ja die Gehäuseseite mit dem Kabel am Mainboard dran befestigt lassen, um das eine mit dem anderen verbinden zu können. Und so kann man beide Prozesse getrennt voneinander angehen, ohne sich jetzt irgendwie groß Gedanken zu machen. Das ist ja süß und wahrscheinlich genau die richtige Länge, welche für dieses Gehäuse notwendig ist. Und da sehen wir, okay, wir müssen den Deckel abnehmen. So, nachdem wir das gesamte Gehäuse nun auseinandergenommen haben, in diesen fünf Schritten ging wirklich kinderleicht, sehen wir hier, dass der Hersteller uns bittet, unseren kleinen Lieferumfang rauszuholen mit sämtlichen Schrauben. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. Ja, Leute, das war's. Wir haben jetzt die Oberseite fixiert, beide Panels miteinander verbunden mit diesen zwei Thumbscrews, die auch an dem Motherboard-Tray jetzt verbunden sind. Entsprechend ist der Teil schon mal hier geschafft. Der Hersteller bietet mehrere Möglichkeiten und mehrere Schraubensätze an, das zu lösen. Die beste und einfachste Methode, wie ich jetzt gerade fand, war mit diesen großen, dicken Thumbscrews. Die lassen sich gut greifen und lässt sich die Kraft einfach besser drauf übertragen. Ja, die zwei Finger auf der einen Seite, die anderen auf der anderen.
und dann das Gehäuse hier so festmachen. Zack. Zack. Und das sitzt dann auch hier wirklich sehr stramm drauf und schließt das Design einfach schön ab. Ich finde das echt cool. Also wir haben jetzt hier unseren Netzteil-Exhaust und unseren 120 mm Lüfter, der entsprechend sämtliche Hitze, die aufsteigt, nochmal schön aus dem Gehäuse kickt. Wir können jetzt vorsichtig das Ganze einmal umdrehen. So. Und dann haben wir hier unsere Unterseite, wo wir hier entsprechend unseren Startknopf haben. Ja, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, haben wir hierfür einmal die Rändelmutter, diese Dichtung von außen angebracht, können das Ganze dann hier so draufstecken. So, und dann müsst ihr entsprechend den Startknopf hier mit verbinden. Zack! Ja, damit könnt ihr das Gehäuse dann anmachen. Und hier ist euer Netzanschluss. Ja, es war tatsächlich nicht einfach, aber am Ende hier diese drei Schrauben hier und die zwei Thumbscrews dort. Und schon ist unser Big One fertig, Freunde. Holy smokes, das war mal ein Gehäuseaufbau. Also sehr, sehr abenteuerlich. So, Freunde, wir sind jetzt soweit fertig mit dem Big One von Revo Cases. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, das Ganze zusammenzubauen. Ich habe es mir am Anfang deutlich kniffliger vorgestellt gehabt. Aber wenn man sich an die Anleitung hält, einfach das Ganze Schritt für Schritt durchgeht, dann ist es wie bei den meisten ITX-Gehäusen, wenn man einen Plan davon hat, was man macht, gar nicht so schwierig. Ja, es war ein bisschen fummelig, die Thumbscrews hier zu fixieren, aber nichtsdestotrotz möglich. Ja, unmöglich war es nicht, sonst hätte ich es hier an der Stelle nicht hinbekommen. Das Ganze ist rock stable. Ja, die Hardware ist drin und da klappert nichts, da wackelt nichts. Das Ganze ist ganz wunderbar. Und jetzt verstehe ich auch, wieso hier bei der GPU in dem unteren Segment diese Luftschlitze sind. Ja? Ganz einfach. Ja? Für die aktuellen Grafikkarten, für die RTX 3080 Founders Edition und die ganzen anderen Grafikkarten, die entsprechend im Pass-Through-Design aufgebaut sind, eine perforierte Backplate haben und den Airflow durch die Karte durchpusten. Ja? Und das heißt, wir könnten hier mit der RTX 3080 einen richtig schönen Kühlkreislauf haben, hier die heiße Luft rauskicken und ansonsten mit dem Noctua NHL 12S an der Stelle hat das Ganze wunderbar gepasst, hier vom Designelement, da wo der tote Winkel des Lüfters ist, entsprechend ein etwas dickerer Balken drüber gelegt und an den Stellen, wo es ankommt, entsprechend schön große Öffnungen. Es sind hier, denke ich, noch gut 2-3 mm Abstand zum Kühler und entsprechend, ja, der 70 mm Kühler passt hier ganz wunderbar. Ansonsten denke ich, dass Revo Cases hier wirklich erstklassige Arbeit damit geleistet hat, ein Gehäuse zu schaffen, welches keine Schrauben von außen hat. Ja, das ist minimalistisch, es hat eine kleine Standfläche, sieht einfach mehr nach einem, ich weiß nicht, Dekoartikel aus, ja, einfach künstlerisch angehaucht, natürlich der Xbox Series X nachempfunden und dennoch einen vernünftigen Kühlungskonzept. Ja. Unten kommt die kühle Luft rein, oben kommt sie raus und auf der GPU-Seite kann die heiße Luft raus und bei der CPU-Seite entsprechend die kalte Luft rein. Also soweit alles sehr sinnvoll, hochwertig verarbeitet und sehr stimmig aufgebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Also wem das Design zusagt und wer entsprechend auch eine etwas größere, performante Grafikkarte verbauen möchte, entsprechend die CPU mit einem leisen, leistungsstarken Kühler kühlen möchte in so einem Formfaktor, der ist hier bei Revo Cases Big 1 an der Stelle an der richtigen Adresse. Und das Ganze ist modern. Entsprechend auf die aktuellsten Grafikkarten zugeschnitten. Hier bis zu 30 cm, denke ich. Im Dual-Slot wirklich ein stimmiges Gesamtkonzept. Die Asus ROG Strix hat hier ganz wunderbar reingepasst und eine RTX 3080 Founders Edition hätte das auch.
So, damit danke ich euch hier an der Stelle fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch soweit zugesagt. Schaut euch auf jeden Fall das DSX-1 von Revoke Cases an. Das habe ich bereits auch vorgestellt und das ist so der kleine Bruder dieses Gehäuses hier. War auf jeden Fall auch ein spannendes Video. Und ja, bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.